Servus YouTube! Herzlich willkommen bei Underwater World Shark! Endlich hat's geklappt! Der Manuel vom YouTube-Kanal Outdoor Pichel, Michael und ich trafen uns endlich am Attersee. Am Ostufer bei einer Tauchbasis gibt es mehrere luftgefüllte Tauchglocken. Die erste auf knapp 5 Meter wollten wir uns natürlich näher anschauen und dazu nehmen wir euch natürlich auch mit. Viel Spaß! Erst einmal die Lage checken, ob auch wirklich Luft in der Kuppel ist. Oh ja, da ist genügend Luft in der Kuppel vorhanden. Aber zunächst treten wir eine kleine, feine Schnorchelrunde. Dann ging es wieder hinab zur Unterwasserkuppel und diesmal blieben wir auch etwas länger unten. An diesem wirklich coolen Ort machte dann Manuel auch ein kurzes Interview mit mir. Hier für euch ein kleiner Ausschnitt. Sag mal, alle hier oben sind. Also ich hoffe, ihr versteht uns überhaupt. Mit dem Mikrofon, das handelt nämlich ziemlich da drinnen. Hey, machst du dir vielleicht kurz mal vorstellen, was geht's auf deinem Kanal? Bei mir sieht man halt früh, was um das Thema Tauchen und Schnorcheln geht. Also alles, was mit Unterwasserwelt zu tun hat. Und ja, für die Outdoor-Geschichte ist dann der Manuel zuständig. Ja, und so haben wir uns auch kennengelernt über YouTube. Genau. Wie ich zum Schnorcheln angefangen habe, bin ich auf deine
niemals geschossen. Und seitdem sind wir in Kontakt seit ungefähr einem Jahr, kann man sagen. Ja, oder ungefähr, circa, ja. Ja. Und jetzt hat er gesagt, jetzt ist er unterwegs zum Treffen und wir haben eh schon so lange geschrieben, wir müssen uns einmal treffen und das ist jetzt die Wahrheit. Echt eine lässige Geschichte in der Kuppel. Das war wirklich eine spaßige Geschichte mit diesem Interview unter dieser Kuppel. Ja, die Chemie zwischen Manuel und mir hat natürlich von Anfang an gleich gepasst. Es ging wieder zurück an die Oberfläche und weil es im Attersee so schön ist, schnorchelten wir halt einfach noch etwas weiter. Hier entdeckte Manuel einen sehr langsam dahin schwimmenden Fisch. Um welche Art es sich hier handelt, kann ich gar nicht genau sagen. Entweder ein Döbel, Eitel oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall war der Fisch krank, weil so verhält sich kein normales Tier. Hier nochmal vielen lieben Dank an Manuel für deine einzigartige, nette und lustige Art und vor allem für deine Zeit. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses YouTuber-Treffen mit dir und ich bin mir sicher, das wird nicht die letzte Aktion von uns beiden gewesen sein. Vielleicht klappt es ja sogar dieses Jahr noch mit einer Fortsetzung. Sobald das Video von Manuel online geht, werde ich es euch hier natürlich verlinken. Schaut unbedingt auf seinem Kanal vorbei, wenn es um Outdoor geht, vor allem in Österreich, führt kein Weg an ihm vorbei. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, gut Luft, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viele Grüße von Manuel, Michael und Hagen. Pfiat euch!